sein Haus in Fell. Und weil er klein ist, pupst er auch ganz leise und ganz hell. Der Fisch, das ist ein ganz schön nasser. Und hört nur, wenn er pupsen muss, dann blubbert's unter Wasser. Die Schnecke, die kommt kaum von der Stell. Drum ist sie auch beim Pupsen nicht besonders schnell. Der Kuckuck, seht, was macht er nur? Er legt sein Ei ins fremde Nest und pupst wie eine Uhr. Die Katze, beim Kater gilt das auch. Wenn die mal feste pupsen müssen, klingt es wie Miau. Der Esel, der steht mit Handy da. Und wenn mal einer anruft, pupst er freudig ein IA. Das Känguru, das pupst am Berge Uluru. Mit jedem Sprung ein neuer Ton. Jetzt seid mal ruhig, da kommt es schon. Das Pferd, das läuft auf allen Vieren. Und wenn es mal den Schwanz anhebt, dann klingt es wie beim Bieren. Die Kuh, die macht's besonders schlimm. Denn immer wenn sie pupsen muss, dann ist da noch was drin. Das Stinktier, das hält den Stinkrekord. Wenn das mal einen fahren lässt, dann stinkt's im ganzen Ort. Die Giraffe, am Hals sieht man's ihr an. Sie braucht viel Zeit für Püpse, denn auch die sind super lang. Der Elefant, der kommt da hinten angerannt. Er ist so riesig und so schwer und so kommt auch sein Pups daher. Und weil das Lied nicht lang sein soll, sondern eher kurz, steh auf und beug dich leicht nach vorn.